Jo, herzlich willkommen zu dem Video. Und zwar ja, heute denke ich, kam Session Update raus. Das hat sich auf meiner PS4 schon installiert. Automatisch. Denke ich mir, yes, endlich ein Update. Aber ja, wir schauen einmal. Ich habe schon ein bisschen was ausprobiert. Es ist, ja, man wird schon merken, wir haben den Startpoint schon markiert. Ja, das ist schon mal nice, wo wir gestartet haben. Dann sieht man das auf der Map. Keine Sorge, das ist schon nicht im Hintergrund drin. Also in die Videos oder was. Das wäre ziemlich schlecht, wenn dem so wäre. Wir haben ein neues Missionshub, wie man das sehen kann. Wenn wir das einmal drücken, sonst wie immer, dann hat man da ein schönes Menü. Man kann hin und her switchen, das ist gar nicht schlecht. Ich hoffe natürlich, dass die Challenges funktionieren, weil diese funktioniert bei mir aus Stick-Drift-Gründen nicht. Das möchte bei euch anders sein, aber wie ihr wisst, die PS4 hat ja die Controller zumindest haben massive Probleme mit Stick-Drifting. Das ist natürlich nicht lustig. So, ja, ich habe schon ein bisschen geskatet. Man wird gleich kleines bisschen überrascht sein. Ich mache einmal ein bisschen lauter. Wir haben einen anderen Ton für die Menüs. Das zumindest das, wenn man A drückt, checke. Ja. Hört sich die Achsen beziehungsweise die Bearings und alles zum quietschen, die Achsen. Ganz, ganz leicht andere Sounds haben wir, und wenn wir zum Beispiel den machen. Gang! Ja. Wirklich, die Grind-Sounds haben sich nicht verändert. Die Kameraperspektive ist eine andere jetzt. Warum auch immer. Das haben sie jetzt natürlich ein bisschen anders gemacht. Upsi. Ja. Es hat zupfig anders der Herz als ja. Das ist ja schon mal etwas. Bisher hat sich eigentlich auch am Menü nichts verändert. In meinen Einstellungen, wir haben immer noch, experimentell ist immer noch drinnen, aber zumindest haben sie es jetzt nicht mehr äußerlich eingestellt. Anzeige, ja, wir haben immer noch das Leistung, ne? Trick-Display, experimentell haben wir immer noch die physischen Dings, Stadtleben-Einstellungen, ja, das ist natürlich aus, oder haben sie es jetzt gefixt? Weil das Game, es hängt immer noch. Leider, das fehlt natürlich ein bisschen. Da hängt natürlich das Game ein bisschen hart. Deshalb ist es jetzt ein Feeble geworden und kein Crook, ne? Also Spiele, ja, es hängt. Ich denke nicht, dass die PS4 Pro das Problem ist, sondern wirklich das Spiel. Weil was muss denn da krass berechnet werden, wenn die gehen? Ich meine. Tja, also die sind jetzt nicht gerade von höchster Qualität, die NPCs, aber besser ist niemanden da am Laufen zu haben. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, der Hang 360. Gang! Ging einmal wieder nicht. Also, weiß ich nicht, ob sie da noch mehr gefixt haben als wie gar nichts, sondern nur geedit haben. Ja, also das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Sagen wir es einmal so. So, also Gate-Guard hat sich da was verändert. Gut, ich brauche es nicht, aber. Na, es ist das Gleiche. Aber gut, warum sollte man da viel verändern? Es funktioniert. Karte wechseln sind immer nur das Gleiche geblieben und wir kriegen auch nicht mehr. Also das tut ein bisschen weh, weil gerade das ist für mich das größte Problem, die Maps. Missionen, Statistik, das ist alles klar. Tutorial nochmal spielen. Ja, das hab ich nicht gemacht. Ja, da gibt es halt noch verschiedene. Die ging auch nie, die Felsenritt-Dings, obwohl ich schon 200 Mal gemacht habe, aber die funktionierte nicht. Probieren wir mal diese da, mit der ich durchaus Probleme gehabt habe. Ja, und wie? Wenn ich nächste Mission. Ah, dann schaltet er das, denke ich, um. Ist jetzt natürlich ziemlich schwierig zum
zeigen hier, weil die einzige Stelle, in der man da von sich von der Map wegbewegen könnte, ist diese hier. Na, interagieren, ne? Und er macht es nicht. Zeigt mir natürlich nicht, wo ich hin muss. Ich weiß es natürlich, es ist lieber die International, weil ich die Challenge schon, naja, typisch einige Male probiert zu machen, sagen wir es mal so. Ja, am PC von mir, da habe ich es auch, da funktioniert es. Okay, zumindest zeigt er mir jetzt trotzdem an, wo ich hin muss. Mit dem großen Session-Logo. Kamera ist, by the way, andere. Was ich schon erwähnt habe. Ist überhaupt nicht meins, ist viel zu weit weg. Das fühlt sich dann mehr wie ein Game an. Und es hängt immer noch heftig. An der Map merkt man es jetzt besonders, dass die da an dem nichts verändert haben. Also mir wäre das jetzt. Das müsste man. Jetzt beim Skaten vielleicht ist es okay. Aber beim Challenges machen bitte nicht. Das bringt euch um. Das kann ich zum Rage zwingen. Das Spiel generell, aber mit dem noch an, naja, dann macht sich das selber das Leben schwer. So, 39 Meter. So. Ja, reden müssen wir dem nicht. Wir können das machen. Ja, Nolly Kickflip, Backside 5-0. Okay. Das natürlich wieder funktioniert. Nur, er will es irgendwie nicht. Das können wir wieder probieren, bis wir schwarz werden, wie man das ja schon sagt. Geht's von oben? Ja. Ah, ich muss, glaube ich, von ganz oben. Nope. Nein, warum machst du den Grand nicht? Ja, er macht dafür lauter Manuals. Man kann da nicht schlecht Tricks machen, aber wenn er es denn machen würde, das ist zum Beispiel ein Problem. Ja, da haben wir schon unseren ersten Fehler, oder beziehungsweise einen Fehler, der nicht behoben wurde. Das ist einmal erstaunlich. Also ich. Oh! Nein! Ich wollte nur sicherstellen mit dem Popschuh, dass ich da rüberkomme. Das war aber das Gleiche. Also genau das, was ich gemacht habe. Gut. Der Ending darf ich kein Flip draus machen oder beziehungsweise einen Flick, um einen Schaft zu machen. Das darf ich nicht. Das ist ein Nollie Kick zu 5-1. Ein Nollie Flip, ja. Schon ziemlich geschissen. Ja, ich bin auch viel zu langsam. Was machen wir mal bei den Einstellungen? Tun wir es vielleicht ein bisschen leichter machen. Pushkraft komplett an. Nein, wirklich viel schneller ist das nicht. Na komm, mach bitte den Grind. Ich ersuche dich. Das probieren wir jetzt noch. Eine Weile. Ach, ich bin genau drauf und das geht nicht. Das ist schon schade, das muss man. Das muss man schon zugeben. Und er hat es nicht gemacht. Alter Schwede, was ist das? Also. Creature Studios, was geht auch mit euch? Perfekter Nolly Flip into 5-0. Ohne Flip out irgendwas, das ist astrein. Okay, ja. Da. Okay. Wenn man es anders findet, ist es jetzt nicht so tragisch. Aber das ist komisch. Und ich wette, die eine da funktioniert auch nicht. Da, die ist hier am Anfang, aber die funktionierte nicht. Skate Guide, okay, ja. Er zeigt mir jetzt an. So, Skaterlogs Missionen. Wo war das? Feierabend. Okay. Mission verfolgen. Schade, dass ich da immer hinfahren muss und nicht mit dem vom Menü einfach runterziehen kann, runterrattern, die Listen. Es ist immer irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, One Police Plaza. Okay, also das ist jetzt markiert, nicht mit einem roten Pfeil,
der nach links zeigt, sondern mit dem Session Lower, okay. Ja, meinetwegen. Ja. Oder auf die andere Seite. Das sind die da so. Also ich weiß nicht. Und da ist der Skate Shop, der muss natürlich immer angezeigt werden jetzt, oder was? Das ist null nice, ne? Ja, okay, das war klar, dass das nicht geht. Abplant. Oh. Und kann ich sagen, ach, bitte Leute, warum muss das immer so unangenehm gemacht sein mit dem Herumgelaufe da? So, mal schauen, ob das geht. Ich habe das schon da platziert, so wie sie gehört, aber sie funktioniert halt nicht. Challenge. Okay. So, Rails. Wo ist die Barriere? Da, hier. Oh weh. Leute, sie funktioniert wieder nicht. Warum funktioniert diese Challenge nicht? Warum fixen die sowas bitte nicht? Also das geht jetzt schon in ein Territorium. Leute, wir brauchen keine neuen Sounds. Ja? Na schön, dass die Achsen quietschen. Hat man früher noch nicht wirklich gemerkt, wenn überhaupt gehabt. Aber das ist mir so wurscht, wenn das Hauptsächliche nicht funktioniert. Dann patcht die Missionen raus, wenn es nicht anders geht. Das ist doch okay. Ich habe da nichts dagegen. Sich den Fehler einzugestehen, man kann ihn nicht beheben, aber. Ganz, ganz. Da verschiebe die. Be ja. Also, das ist ja Wahnsinn, ne? Also, keine Ahnung, was die haben. Es funktioniert schlichtweg einfach nicht. Was haben wir noch? Das ist eigentlich alles beim Alten, ne? Na, ist es eine Idee? Jawohl! Das ist die, die ich haben wollte. Also das gibt's noch und alles, also das haben sie nicht rausgepatcht. Das ist ja mal schön. Aber es gibt Challenges, die immer noch nicht funktionieren. Na, ist das ein Hammer. Also schon langsam frage ich mich, wo die das bitte hinstecken. Vielleicht ist es für einen ultra wichtig, alle Trophäen zu kriegen. Also in de solchen Spielen, mein Lieblingsspiel, bin ich auch sowas wie ein kleiner Trophy Hunter. Zumindest die, die man angenehm machen kann. Die sind mir wichtig. Aber wenn einer das für einen noch wichtiger ist, der kann das dann nicht machen, weil diese Kack-Challenges nicht funktionieren. Das ist natürlich schon was Bestialisches. Ja. Wenn es ja dann an einem selber liegt, sondern am Spiel, dann tut es schon weh. Hat aber immer nichts an. Ja, nehmen wir das Grüne für uns abwechseln. Also das ist schon mistig, muss ich schon zugeben. Ja. Und wir haben ja immer noch nicht das, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass man noch immer kein. Peinlich, ne? Dass man immer noch keine G-Animation und auf Sportsteig-Animation haben. Das ist. Das macht schon Skate 4, ne? Skate 4 macht das schon. Was ist da so schwer? Alles kriegen sie so super hin mit animationstechnisch. Das ist Wahnsinn. Aber das da, die Quintessenz, bevor man überhaupt irgendwie mit irgendeinem Dreck startet, da ist immer noch nichts. Man gewöhnt sich dran, aber es ist trotzdem halt. Es stört vom schönen Flow, was das Spiel eigentlich haben kann. Zumindest, wenn man gut ist in dem Spiel. Aber dann ist das schon. Ein bisschen mies, ne? Und keine neue Map, also das ist eine Enttäuschung. Ganz ehrlich, das ist eine Enttäuschung. Schauen wir nochmal,
die das gefixt haben. Also ob man. Wo wir. Warte mal. Nee, es geht nicht. Okay. Einstellungen, was experimentell ist, immer noch experimentell. Caspers, ja. Also es ist immer noch experimentell. Aber wenigstens fahr ich jetzt auf die Fresse und ich glitsch nicht raus, ne? Nose Caspi. Na, dann müssen wir von der Nose machen, oder was? Na, das geht gar nicht. Also wir können keinen Anti-Casper machen. Okay. Leute, das kriegt man noch nicht hin. Ja, es ist noch buggiger geworden als vorher. Ja, na toll. Das war es einmal von mir. Es ist eigentlich ein recht sehr unangenehmes Update. Also da hätten sie sich nur Zeit lassen können, weil das ist nur enttäuschend. Ja, wir haben das ein bescheuertes Menü bekommen, was kein Mensch braucht. Zwar schöner ist es das vorige, ja, natürlich. Nur frage ich mich, warum man nicht die Zeit für das Menü anstatt dessen in das vielleicht hätte rein investieren können. Das wäre vielleicht besser gewesen, oder es wäre objektiv betrachtet das Schlauere. Ich meine, das ist ein Skateboardspiel und kein, ne, wenn überhaupt das Spiel schon. So, wir haben nichts dazu gekriegt, außer ein paar Sounds. Meistens kriegt man das Quietschen mit, na wunderbar. Also das macht mich fast schon sauer. Oh. Na, da ist zumindest meine Meinung, ich kann es auch nicht ändern, aber ja. Nur damit ihr euch darauf was gefasst machen könnt, dass da eigentlich nichts ist. Oh. Bis nachher, ich hatte die Scheibe schon.